Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video und auf YouTube und Instagram konntet ihr mir Fragen einreichen für dieses Q&A und ich wünsche euch viel Spaß. Leider wurden die Fragen von Instagram gelöscht und das ist ein bisschen blöd, aber die meistgestellteste Frage war, ob ich ein Haustier habe. Und ich muss sagen, wir haben momentan ein Haustier, ich habe Fische. Das ist zum Beispiel der Fisch, den nenne ich Fisch. Und wenn es mal möglich ist, dann werde ich ihn auf Salzwasser umtrimmen. Ich werde den Teufel dafür tun, dass der Fisch mal im Meer landet. Schaut euch diese Kiemen an. Das ist ein Prachtexemplar. Und wir haben noch einen Kater zu Hause, der heißt Max, aber ich nenne den irgendwie in letzter Zeit Produkt. Und hier ist die Katze, die die ganze Nacht unterwegs ist und dann einfach nur schlafen will, gell? Ja. Was sagen Sie zu den aktuellen Demos? Deine Lieblingsserie und Schauspieler. Eine Lieblingsserie habe ich nicht wirklich, doch ich finde Rick and Morty, Naruto und Vikings ziemlich gut. Natürlich darf man Breaking Bad und Narcos nicht vergessen, das sind auch so Serien, die ich sehr, sehr gerne habe. Doch bei den Schauspielern ist es schon wieder so ein bisschen was anderes. Da finde ich zum Beispiel Ragnar, also Travis Fimmel, ziemlich cool. Der hat nämlich auch bei dem World of Warcraft Film mitgespielt und den feiere ich als Schauspieler schon ziemlich. Wirst du Shadowlands deinen Main ändern? Nein, ich werde auf jeden Fall bei meinem Warlock bleiben und wenn ich dann keinen Bock mehr haben sollte, dann werde ich wahrscheinlich wie in BFA den Dämonenjäger zum Beispiel ein bisschen twinken und da habe ich dann ein bisschen Abwechslung. Für mich verbindet mein Main so ein bisschen mehr als nur den Endcontent. Ich sammle mit dem Char sehr viel und verbinde damit auch eine sehr gute Zeit. Wie stehst du zu Pizza Hawaii? Ich muss sagen, ich distanziere mich von dieser Kombination. Allerdings habe ich mal eine Salami-Pizza mit Shrimps bestellt, also brauche ich eigentlich gar nicht reden. Wie würdest du reagieren, wenn du ein untoter Druide wärst? Ich weiß nicht, wenn ich so wenig auf den Rippen hätte, wäre dann nicht das Shapeshiften ein Katzensprung? Spielst du noch Classic? Momentan habe ich eine kleine Pause eingelegt, aber nach meiner Prüfung werde ich dann wahrscheinlich mit meinem Bruder wieder ein bisschen den Classic durchstarten, gerade auch weil ich so ein bisschen Hype drauf bin und eigentlich schon gerne wieder zocken würde, nur zeitlich bedingt ist das gerade momentan ein bisschen ein Stress und von daher momentan gerade nicht, aber ich freue mich schon wieder extrem drauf und mein Ziel ist es noch immer Level 60 zu erreichen und nicht nur in Shadowlands, sondern auch in Classic. Wie motivierst du dich morgens in den Spiegel zu gucken? Das ist eigentlich ganz einfach, weil ich weiß, dass andere WoW-YouTuber im Vergleich zu mir schon Baumrankings aufgestellt haben. Und die Nummer 1 und damit der größte Baum und...